Auf der ganzen Welt schreitet der technologische Wandel so schnell voran wie nie zuvor. Dabei bringt insbesondere die Energiewende auf Erzeugerseite eine Instabilität des elektrischen Netzes mit sich. Warum dies ein Problem darstellt und was Netzstabilität überhaupt ist, erklärt uns der Projektleiter Professor Eckel. Unter Netzstabilität verstehen wir die Stabilität des elektrischen Energieversorgungsnetzes. Das elektrische Energieversorgungsnetz hat eine Besonderheit. Und zwar wird so gut wie gar keine Energie gespeichert im elektrischen Netz. Dadurch muss die erzeugte Energie und die verbrauchte Energie immer im Gleichgewicht sein. Die weitere Besonderheit des elektrischen Netzes ist, dass das elektrische Netz essentiell ist für das Funktionieren unserer hochtechnisierten Gesellschaften. Ohne Strom funktionieren Heizungen nicht. Ohne Strom haben wir kein Wasser. Ohne Strom säuft das Ruhrgebiet ab, von Internet und solchen Dingen mal ganz zu schweigen. Ausgelöst wird dieses Ungleichgewicht also insbesondere durch eine fluktuierende Einspeisung der regenerativen Erzeuger und umrichtergespeisten Antriebe der Verbraucher. Doch warum rückt das Problem der Netzstabilität erst in den letzten Jahren derart in den Vordergrund? Wir möchten die elektrische Energieversorgung auf erneuerbare Energien umstellen. Das ändert jetzt die bewährten Strukturen der Energieversorgung von Grund auf. Bislang ist für die Stabilität vor allen Dingen sind die Kraftwerke, die konventionellen Kraftwerke zuständig. Und diese konventionellen Kraftwerke sollen natürlich nicht immer im Hintergrund mitlaufen müssen und weiterhin CO2 emittieren, sondern möchten diese konventionellen Kraftwerke ganz abschalten können. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, woher die elektrische Energie kommt, wenn nachts kein Wind weht. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, wie die Systemdienstleistungen, die bislang von den konventionellen Kraftwerken erbracht werden, also dieser vorher zitierte Ausgleich zwischen erzeugter und verbrauchter Leistung, wie dieser Ausgleich in Zukunft durch die Erneuerbaren erbracht werden kann. Um diesem Problem der Instabilität entgegenzuwirken, wurden im Rahmen des Exzellenzforschungsprogramms des Landes Mecklenburg-Vorpommerns und der Europäischen Union das Forschungsprojekt Netzstabil ins Leben gerufen. Doch inwiefern betrachtet das Forschungsprojekt nun eigentlich die wichtigen Fragestellungen und Probleme, die sich durch die schwankende Netzfrequenz ergeben? In Netzstabil arbeiten Forscherinnen und Forscher aus ganz Mecklenburg-Vorpommern und werfen da einen ganz unterschiedlichen Blick aus verschiedenen Richtungen auf dieses Thema. Wir haben zum einen die technischen Fragestellungen. Das ist zum Beispiel, wie kann man mit Windenergie die Netze stabilisieren? Wie können Speicher und Bioenergie dazu beitragen, dass die Dunkelflauten durchfahren werden können? Wie kann man intelligent die Sektoren koppeln? Also wie kann man die Wärmeerzeugung und die elektrische Energieerzeugung schlau zusammenführen? Aber auch nicht technische Fragestellungen. Wir haben Juristen mit an Bord, Wirtschaftswissenschaftler. Und nicht zuletzt beschäftigen wir uns mit theologisch-ethischen Fragestellungen. Um die verschiedenen Facetten betrachten zu können, wurden einzelne Forschungscluster gebildet, welche sich jeweils mit ganz speziellen Fragestellungen beschäftigen. Die Arbeitsgruppe Bioenergieanlagen und Speicher befasst sich mit dem Ausgleich der fluktuierenden Leistung von Windenergie und Photovoltaikanlagen. Die konkrete Realisierbarkeit von Speichern steht hier ebenso im Fokus wie die Frage, wie durch wärmegeführte Anlagen dem Problem begegnet werden kann. Die Forschungsgruppe Netze definiert die Anforderungen an Erzeuger und Verbraucher und untersucht, wie das Netz in Mecklenburg-Vorpommern auszubauen ist, um ihnen gerecht zu werden. Auf dieser Grundlage bauen die ingenieurswissenschaftlichen Untergruppen auf, die sich im Einzelnen mit den Erzeugern, den Verbrauchern oder mit den Energiespeichern auseinandersetzen. Bei der Sektorenkopplung geht es darum, die Bereiche der elektrischen Energie, Wärme und Mobilität zu verknüpfen. Mit einer optimalen Kopplung dieser können sowohl Emissionen gesenkt als auch ein Beitrag zur Netzstabilität in Mecklenburg-Vorpommern geleistet werden. In diesem Arbeitscluster werden theologisch-ethische Fragestellungen im Zusammenspiel mit solchen der Ingenieur-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften erörtert. Die Arbeitsgruppe Windenergieanlagen betrachtet Stabilitätsaspekte dieses für Mecklenburg-Vorpommern wichtigsten regenerativen Erzeugers. Erforscht wird, wie Windenergieanlagen Systemdienstleistungen erbringen können und welche Rückwirkungen dies auf die Anlagenauslegung hat.
Sowohl Umrichterregelungen als auch die konkrete leistungselektronische Umsetzung sind hierbei von Bedeutung. Methoden zu erarbeiten, mit denen sich Lasten hochdynamisch an der Stabilisierung des Netzes beteiligen können, ist die Aufgabe der gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft. Im Vordergrund stehen dabei dezentrale Verfahren, die ohne zusätzliche Kommunikationskanäle die notwendigen Informationen aus der Netzfrequenz entnehmen. Da die praktische Umsetzung technisch sinnvoller Verfahren an den ökonomischen, rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen hängt, werden diese übergreifend über alle Arbeitsgruppen behandelt. Hierbei steht die Identifizierung der rechtlichen Hemmnisse für eine optimale Sektorenkopplung im Mittelpunkt der Betrachtung. Dank europäischer Fonds konnte dieses Projekt ins Leben gerufen werden. Seitdem liefert es wegweisende Ergebnisse, die Mecklenburg-Vorpommern und Europa auf dem Weg zur klimaneutralen Energie voranbringen.